Ja, einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich denke, dass unser Entwurf eines Wahlprogramms für den Parteitag zunächst mal eine besondere kulturelle Bedeutung hat. Sie haben es wahrscheinlich schon festgestellt, jedes Kapitel ist mit einem schönen Zitat überschrieben. Das hat es bei uns noch nicht gegeben. Das ist erstmal eine andere Form. Das Zweite ist, es ist uns gelungen, vom ersten zum zweiten Entwurf doch eine beachtliche Kürzung vorzunehmen. Und ich bitte Sie, das als einmalige Leistung bei den Linken zu betrachten. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte und zeigt, dass wir was Besonderes sind. Das Dritte, worauf ich gerne hinweisen möchte, das ist, dass es ein Dialogpapier mit den Bürgerinnen und Bürgern werden soll. Darum kämpfen wir. Sie wissen, dass das nicht so leicht ist in der Sprache, die Dinge so zu übersetzen, dass auch diejenigen, die sich nicht den ganzen Tag mit Politik beschäftigen können, die ganz andere Aufgaben haben, wenn sie in dem Programm lesen, sich wiederfinden, unsere Ansätze finden, darüber diskutieren können. Wir haben das versucht. Ich wollte darauf hinweisen. Das Zweite, was wir versucht haben und was uns auch sehr wichtig ist, ist Zukunft zu gestalten. Das heißt, Vorschläge für die Zukunft herauszuarbeiten. Wie denn diese Gesellschaft in den nächsten 4 Jahren, ich sage es nochmals, es ist kein Parteiprogramm, es ist ja ein Wahlprogramm, in den nächsten 4 Jahren gerechter gestaltet werden kann. Und da sind uns, glaube ich, eine ganze Reihe von Vorschlägen gelungen. Oskar Lafontaine hat auf unsere Steuervorschläge und anderes hingewiesen. Er hat auf unsere Vorstellung für ein Konjunkturprogramm hingewiesen. Lassen Sie mich noch unseren Zukunftsfonds erwähnen. Der Zukunftsfonds, der soll ja nur einmalig eine Geldeinnahme verzeichnen können durch den Staat, nämlich von 100 Milliarden Euro. Und mit diesem Zukunftsfonds soll etwas passieren, was in sozialer, ökologischer und auch wirtschaftlicher Hinsicht wichtig ist. Wir wollen Unternehmen helfen mit bestimmten Zahlungen, mit günstigen Darlehen und anderen, die in Schwierigkeiten geraten, die aber sehr zukunftsorientierte Projekte haben, wo man einschätzen kann, von Fachleuten eingeschätzt wird, ob jetzt diese Dienstleistung oder ob diese Produktion, das ist eine Chance auf die Zukunft. Und dann spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Bäckermeister handelt oder um Opel handelt. Das ist völlig neu. Kleine Unternehmen können genauso Anträge stellen wie große Unternehmen und dann kann Hilfe gewährt werden. Zweitens will ich darauf hinweisen, wenn wir das alles zusammennehmen, unser Konjunkturprogramm, unseren Zukunftsfonds und vieles andere mehr, so rechnen wir aus in unserem Entwurf eines Wahlprogramms, sind wir in der Lage, zusätzlich 2 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen. Dabei kommen natürlich noch unsere Vorstellungen zur Arbeitszeitverkürzung rüber, die auch enthalten sind in dem Entwurf, weil auch das dazu gehört. 2 Millionen Arbeitsplätze. Und dann kommt noch etwas hinzu und damit komme ich dann in Kürze zum sozialen Bereich. 500 Beschäftigungsverhältnisse im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. 500, was habe ich gesagt? 500? Ja, na dann hätten wir es nicht aufgeschrieben. Also 500.000 Beschäftigungsverhältnisse im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Das heißt, bei den 2 Millionen, um es Ihnen auch klar zu sagen, soll 1 Million der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst entstehen. Das ist möglich. Dabei muss man sehen, dass Deutschland im Verhältnis zu Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Schweden, Finnland etc. im Verhältnis, auch im Bevölkerungsverhältnis, den kleinsten öffentlichen Dienst hat. Den kleinsten. Wir tun immer so, als ob wir da einen Riesenapparat hätten. Wenn Sie das mit anderen Ländern vergleichen, stimmt das hinten und vorne nicht mehr. Wir müssen den öffentlichen Dienst ausweiten, um übrigens auch für Bürgerinnen und Bürger und auch für die Unternehmen die Dienstleistungen, die der Staat zu bieten hat, viel förderlicher, leichter, einfacher zu gestalten. So, und 1 Million würden in der Wirtschaft entstehen und im Dienstleistungsbereich mit unserem Konjunkturprogramm. Das sind dann die 2 Millionen Arbeitsplätze und wie gesagt, dann kamen noch 500.000 Plätze im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor hinzu, wo man allerdings auch einiges verbessern muss. Hier in Berlin wird das probiert, es läuft auf Bahnhöfen und anderswo nicht schlecht. Und wir haben uns hier gerade den Bürgerinnen und Bürgern gewidmet, die ganz besonders schwer zu vermitteln sind, aufgrund von verschiedenen Hemmnissen, die es gibt. Und das ist gelungen. Das Zweite, was ich sagen will, sind unsere sozialpolitischen Vorschläge. Wir wollen Hartz IV beseitigen. Ich muss das ganz klar sagen. Hartz IV ist eine Demütigung durch und durch. Im Übrigen ist Hartz IV auch noch eine Gleichmacherei, die von den Konservativen befürwortet wird und die man früher immer den Linken vorgeworfen hat. Es hat bloß mit links nichts zu tun, dieses Hartz IV. Es ist nicht nur von den Beträgen her zu gering. Es ist alles demütigend organisiert, bis hin zur Frage der Vermittlung der Zumutbarkeit. Und das ist Ihnen alles bekannt. Wir wollen aber, solange es das gibt, haben wir gesagt, müssen wir den Sockelbetrag erhöhen. Und zwar für die nächsten 4 Jahre machen wir als unseren Wahlprogrammvorschlag 500 Euro.
Damit im Zusammenhang steht eine zweite Frage, nämlich, was Sie ja auch von den Grünen und von der SPD inzwischen kennen, was ja auch theoretisch mehrheitsfähig sein müsste im Bundestag, aber nicht ist, das ist die Frage des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns. Ich war ja am Sonnabend in Luxemburg, habe mich dort darüber unterhalten. Die haben ja einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Sie wissen, Frankreich hat ihn, Großbritannien hat ihn. Man kann die alle fragen, wie es funktioniert. Nur hier wird einem immer erzählt, dass das ökonomisch eine Katastrophe wäre. Warum die anderen Länder nicht alle eingegangen sind, das können Sie mir dann nicht erklären, unsere Damen und Herren von den Konservativen und andere. Wir brauchen das dringend und wir schlagen vor, in unserem Entwurf des Wahlprogramms einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro. Wir haben natürlich Vorschläge zu einer Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, sowohl bei der Rente als auch bei der Gesundheit. Wir schlagen Reformen auf dem Gesundheitsgebiet vor und vor allen Dingen bei der Rente. Bei der Rente, lassen Sie mich sagen, wir brauchen wieder die alte Formel. Wir brauchen wieder, dass die Rentnerinnen und Rentner einen steigenden Lebensstandard erleben und nicht permanent einen Abbau des Lebensstandards wie in den letzten Jahren und was ihnen ja auch für die nächsten Jahre prognostiziert wird. Darüber hinaus brauchen wir natürlich eine Einzahlung durch alle, die Einkommen haben, die Erwerbseinkommen haben und so weiter. Aber Sie können das dann ja gerne nachlesen, unsere diesbezüglichen Vorschläge. Bei der Gesundheit möchte ich nicht wieder erleben, dass jemand, der relativ arm ist und krank ist und Fieber hat, Ende Juni zu mir kommt und sagt, er kann erst in 4 Tagen zum Arzt, weil er sich dann einmal die Praxisgebühr spart. Verstehen Sie? Wo leben wir hier eigentlich? Sodass ich ihm dann die 10 Euro gegeben habe und gesagt habe, jetzt gehen Sie sofort zum Arzt. Ich meine, was sind denn das für Zustände in einem der reichsten Länder der Erde, was wir uns hier bieten lassen diesbezüglich? Und dann haben wir ein Thema, das ist mir wichtig, weil wir die einzige Partei sind, die dieses Thema aufwirft. Aber bevor ich dazu komme, würde ich noch sagen, dass wir noch andere Themen haben, über die ich jetzt hier nicht sprechen kann. Das müssen Sie nachlesen. Wir haben, das ist inzwischen für uns eine Selbstverständlichkeit, einen eigenen Abschnitt zur Ökologie, zur Familienpolitik, zur Gleichstellung von Menschen und selbstverständlich auch zu Flüchtlingen. Also wir haben kein wichtiges Thema ausgelassen, auch wenn wir beide jetzt nicht darüber sprechen. Das ist dann alles nachlesbar. Und natürlich haben wir auch ein Thema zur Außenpolitik und das ist mir auch wichtig, weil hier unterscheiden wir uns auch von allen anderen Parteien durch 2 Dinge. Wir sind erstens die einzige Partei, die das Völkerrecht respektiert. Alle anderen haben es verletzt, ob sie den Jugoslawienkrieg nehmen oder was sie nehmen. Es hat sie das Völkerrecht nicht interessiert. Und zweitens, wir sind die einzige Partei, die Kriege ablehnt. Und die Theorie der anderen, dass man mittels Krieg Terror wirksam bekämpfen kann, ist so etwas von widerlegt, dass ich mich frage, wie man an dieser falschen These überhaupt noch festhalten kann. Wir wollen keine Kriege auf dieser Erde und das machen wir ganz deutlich in unserem Programm. Jetzt komme ich aber noch zu einem Thema, das uns auch wichtig ist. Das ist die Frage, wir wollen mehr Einheit. So wird die Überschrift lauten. Mit anderen Worten, das ist die Situation der Ostdeutschen und auch übrigens die Situation von Menschen in anderen strukturschwachen Regionen Deutschlands. Aber wir müssen dieses Thema aufwerfen. Es macht ja keine andere Partei. Und worum geht es da? Lassen Sie mich ganz kurz die Punkte benennen. Erstens, wir wollen einen Respekt auch vor ostdeutschen Biografien. Ich finde, dass dieser arrogante Umgang damit jetzt endlich 20 Jahre haben wir bald nach dem Mauerfall, also 20 Jahre danach, auch wirklich mal aufhören kann. Das Zweite, was wir wollen, ist, dass die neuen Strukturen, die zum Teil im Osten möglich sind, weil vieles hier nicht mehr so existierte, mal genutzt wird, um zu sagen, das können wir doch in ganz Deutschland einführen. Wenn wir diese Art der Diskussion nicht bekommen, wird inhaltlich keine Einheit entstehen, sondern es bleibt bei irgendwelchen albernen Rechengrößen. Und das Dritte, was uns wichtig ist, ist, dass wir endlich gleiche Löhne in gleicher Arbeitszeit für die gleiche Arbeit erreichen. Es ist nicht hinnehmbar. Und die ganzen Thesen, wonach man durch niedrigere Löhne Arbeitslosigkeit abbaut, sind nach einem 19-jährigen naturwissenschaftlichen Experiment im Osten als widerlegt zu betrachten. Damals war die Arbeitslosigkeit doppelt so hoch, heute ist sie doppelt so hoch. Es hätte ja wenigstens mal eine Verschiebung gehen müssen, wenn denn die These stimmte. Und wenn eine These so falsch ist, dann muss sie jetzt auch mal aufgegeben werden und dann muss die Regierung dazu ihren Beitrag leisten. Und letztlich wollen wir alle Ungerechtigkeiten bei der Rente beseitigen. Wir sagen, eine gleiche Leistung muss auch zu einer gleichen Rente führen. Und Ansprüche, die im Osten schon erworben waren, die einfach gestrichen worden sind, müssen wieder anerkannt werden. Ich sage Ihnen nur dieses eine Beispiel, bloß um es wirklich deutlich vor Augen zu führen. Frauen in der Regel, ganz selten Männer, Frauen in der Regel, die in der DDR zu Hause blieben, weil sie Kinder betreuten etc., haben pro Monat 2 Mark geklebt.
Und dadurch, dass sie 2 Mark in die Rentenversicherung eingezahlt haben, haben sie einen Rentenanspruch erworben, weil in der DDR war die Höhe der Beiträge nicht wichtig, sondern die Zahl der Jahre. Die Jahre sind ihnen einfach gestrichen worden. Denen ist gesagt worden, geht jetzt, beantragt Sozialhilfe, ihr kriegt keine Rente. Es ist doch indiskutabel. Wieso können wir denn nicht im Jahre 19 der Einheit das mal korrigieren? Ich verstehe es nicht. Also wir sind die Einzigen, die sich auch diesem Thema widmen. So, mein letzter Satz, das ist auch der letzte Satz aus dem Programm. Das heißt, der letzte Absatz. Wir haben eins in den letzten 4 Jahren bewiesen. Je stärker wir sind, desto sozialer werden die anderen. Keinesfalls ausreichend. Aber sie führen Korrekturen ein. Sie machen Dinge, die sie nie vorhatten. Oskar Lafontaine hat darauf hingewiesen, was sie alles von uns abgeschrieben haben. Deshalb werden wir versuchen, den Wählerinnen und Wählern näher zu bringen. Je stärker die Linke, desto sozialer das Land. Das heißt, es ist ja auch ein bisschen bequem. Man muss uns nur verstärkt wählen, schon ändern sich die anderen, noch bevor wir was beantragt haben. Wer kann das schon sonst von sich behaupten? Dankeschön.